Moin Farmers, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2022. Ich war nicht ganz untätig, denn ich habe Geld gesammelt. Und zwar habe ich geworkt. Und ich habe mal locht. Unbezahlte Überstunden. Diese verflixten unbezahlten Überstunden. Und mir ist aufgefallen, alles, was uns fehlt, um als richtiger Farmer durchzugehen, sind ein paar Viecher. Aber die sind leider so teuer. Jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich herausgefunden, ich habe doch ein paar Bäume, die wir fällen können. Und ich würde sagen, das machen wir einmal. Gucken, wie viel Umsatz das uns bringt. Und kaufen gegebenenfalls erst Wald, um dann schneller Geld zu machen, um Tiere zu kaufen. Denn mit 270.000 kauft man keinen Kuhstall. Baum fällt! Oder auch nicht. Baum fällt! So, muss ich den entasten? Alle Äste weg hier. Oh, hier nochmal kommen. Oh, ups. So, das sollte passen. Dann packen wir das nämlich auf unserem Pickup. Boah, ist das schwer. Ah. Stört das beim Fahren? Oh, das war verlustbar. So, und dann nehmen wir den Ast hier noch mit. Perfekt. Holzi, Holz. Sieht aus, ey. Du kannst einen Baum verkaufen. Das hier auch noch meiner? Junge, wir haben so viel Holz. Einmal schräg. Baum fällt. Ich habe so dezenten Überstand, würde ich behaupten. Und Rainer. Vielleicht mal ein Gurt rüberziehen, wa? Nicht, dass das nur abbaut. So, ich würde sagen, nachdem wir das Auto fachmännisch beladen haben, bringen wir die Hütte mal weg. Oh, wollen wir mal gucken, was wir für unser Bauholz hier kriegen, wa? Weil so schön gewachsen, zu schade zum Heizen. Einfach so ein Busch, der die Straße entlang fährt. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist also das Sägewerk. Moin, ihr habt da ein bisschen Holz. Ist euch mein Holz hier nicht gut genug, Jungs? Muss ich das abladen vielleicht? Wenn ich das hier reinlege? Hallo? Ist hier jemand? Ich habe mal eine Frage. Man muss doch hier irgendwie das Holz verkauft kriegen. Ah, 142 Euro? Der Arbeitsaufwand dagegen rechnest. Da werde ich nicht reich mit. Das reicht nicht für einen Kuhstall. Ich brauche eine Kuh. Ich dachte, Holz ist die Einnahmequelle. Nix habe ich gekriegt. Ein Taschengeld.
Das letzte bisschen rausholen. Ja, wunderbar. Ich habe nichts zu verschenken. So. Perfekt. Schweine sind günstiger. Aber ich will eigentlich eine Kuh. Ich will eine Kuh und die soll Betty heißen. So, eine Entscheidung ist gefallen. Und zwar, wir werden klein anfangen mit Viecher. Wir holen uns Hühner und ein Huhn heißt Herrietta. Definitiv. Jetzt muss ich ja noch Hühner holen, ne? Ich muss ja noch welche kaufen. Moin! Wir wollten einmal Tierfutter kaufen. Jo, da, oh, 1400. Hühnerfutter. Jo, nehmen wir mit, ne? Einmal ins Auto. Oh. Der Pickup ist so useless. Wo ist überhaupt mein Hänger? Vorsicht! Vorsicht! Unfallstelle! Das haben wir gleich! Nee, das steht noch nicht, ne? Ja, ich mach doch schon den Weg frei. Bleib mal easy da. Schön locker durch die Hose atmen. Ja, haben wir geschafft. Oh, das ist aber eine schwere Karre, ey. Ja, da hast du dich versteckt. Ja, ich hab richtig Strapazen auf mich genommen, um dich zu finden, du. Welcher war das Futter? Oh, ich habe noch Saatgut. Cool. Perfekt organisiert. So, einmal rein mit dem Hühnerfutter. Funktioniert. So ein großer Hänger. Ey, das hätte ich im Rucksack mitgenommen. Na gut. Achtung, große Essenslieferung. Rein mit dem Futter. Okay. Oh ja. So ein großer Anhänger. Ja, wie voll ist das Silo? Passt nicht mehr viel rein, wa? Oh. Ein Liter ist daneben gekippt, wa? Ja, bringen wir noch unsere Holzlieferung weg und dann gehen wir mal ein paar Hühnchen kaufen. Holzlieferung. Reicht für ein Huhn. Herrietta, ich komme. Cool. Haha, ein Sammelstück. So. Dafür habe ich 1000 Dollar gekriegt. Lukrativer als meine Landwirtschaft. Ich will Hühner. 50 Tacken. Das ist ja auch weiß. Für 5 Tacken. Hühner produzieren Eier, die direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden können. Hühner mögen Weizen, Gerste und Sorghum. Das ist ein Jungtier. Tiere, die gesund und älter als 6 Monate sind, können sich fortpflanzen. Hühner produzieren Eier, die direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden können. Hühner mögen Weizen, Gersten, Sorghuhn. Dieses Tier hat sein Zuchtalter erreicht. Es wird eine Transportgebühr erhoben, wenn die Tiere nicht mit dem eigenen Viehhänger transportiert werden.
Ich dachte, ich schmeiße das Viech auf die Ladefläche und spann mal drüber. Was weiß ich denn? Ich kaufe jetzt hier so einen Pferdehänger. Da kann man doch wohl ein paar Hähnchen reinschmeißen. Kauf das! Dann müssen wir mal da den Hänger vom Shop holen. Ich schon wieder 120.000 ausgegeben, du. So, da haben wir einen Hänger. Den hängen wir hinter. Und weh, ich kann da keine Hühnchen reinschmeißen. So, ich bin. Was ist denn das für eine Kacke? Ich will kein Pony. Das ist so ein Kack-Pferdehänger, den ich nicht brauche. Weg mit dem Schrott. Der ist schon so ein Wertverlust. Was weiß ich denn, wir lassen das jetzt liefern. Ein Hahn. 360 Viecher kann ich da reinschmeißen. Ist das nicht Tierquälerei? Ne, erstmal 15 mit. Nehmen wir erstmal 4 mit. Henrietta, ich komme. Oh, meine Hühnchen. Komm her. Komm her, komm Henrietta. Ihr feines Hühnchen. Ja, was bist du, ein liebes Hühnchen? Oh, was machst du denn da? Oh, wie süß. Weil du hast ein Leben, Alter. Ein Hähnchen. Und 20 Chicken. Oder 21 oder so. Der hat ein Leben, der Boy. Der Hahn im Stall. Oh, ist er da auch fuchssicher hier? Ja. You too. Hey, Hühnchen hauen ab. Stolzer Tierbesitzer. Bin ja mal gespannt, ob sich das finanziell lohnt. Kaffee ist leer. Alter, Leben am Limit. Wir haben jetzt noch 170 Tacken. Grob über den Daumen. Was können wir noch shoppen? Wir müssen ja weitermachen. Wir können ja nicht hier stehen bleiben. Dezember. Wir haben nichts zu tun. Im Juli erst. Im Juli? Das ist aber noch lange hin, du. Oh, ich habe hier ein paar Eiers. Da kommen wir mit hier. Ja, das laden wir gleich mal auf. Das können wir später wegbringen und verscherbeln, ne? Das ging schnell. Wesentlich leichter als mit dem Stapler. Ja, meine Beinis. Ich sag dir, meine Beinis. Ja, meine Beinis. So, ab auf die Ladefläche. Kosten, ich hasse Kosten. Jupp. Ab auf die Ladefläche. Ein Malheur, kein Problem. Das geht ja fix. Oh, voll rübergeschmissen. Jetzt überhaupt die wegzupfeffern. Die wollen wir da rauf haben. So. Einmal sichern hier, bevor es abhaut. Jetzt geht da oben drauf. Ach, Kack. So. Mich einmal da ein bisschen mittig. Oben. Ja. Nein. Ja. Komm. Da haut er. Ab hier. Habe ich hingeschmissen? Forever lost. Oh, okay. Komm. Legen ersten Gang ein, Junge. Jetzt gibt's Kohlen. Herr Müller,
Ich hab eine Ladung Eier. So. Ich kann die Eier nicht verkaufen. Herr Müller? Haben Sie schon Feierabend? Herr Müller! Ich hab Eier! Fahren wir zur Bäckerei. Ein Bäcker braucht immer Eier. So. Ja. Meine Fast Skills. So, wo haben wir denn die Bäckerei? Da hinten. Ja. Ja. Gleich um die. Eine Lieferung Eier. Wieso will denn keiner meine Eier haben? Ah! Ja? Das gibt ja überhaupt kein Geld. Ich hab da noch eine Palette. Ich hab noch 6 Eier. Herr Schulze, wollen Sie meine Eier nicht? Ich krieg das nicht verkauft hier. Nachtschicht. Die Palette vielleicht mal drehen. Hep. Okay, ja gut, wir haben es geschafft. Ja, da oben muss ein Gurt rüber. Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Herr Schulze! Ich hab noch mal was, dass ich ein paar Brötchen backen können. Ich werd schon wieder 9 Stück nicht los. Ah ja. Jetzt geht's los. Jetzt können wir auch wieder anbauen. Hauptsache, ich vergesse das nicht wieder. Ich kann mir wieder alles. Oh, das ist so, ne? Ich hab vergessen, wie das geht. Das war Gerste. Das war Gerste im Juni. Wir müssen ja bis Juli warten. Nachtschicht. Wasser, 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 Wasser. Oh ja, die müssen wir auch wieder. Au, 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 das ist fast leer. Wir brauchen Wasser. Unser Gemüse wächst schon wieder knusprig. Ran den Hobel. Vorsicht, Vorsicht. Ja, da guckst du doof, ne? War mein Fehler. Es ist vertrocknet. Das wird ewig dauern, bis sie sich erholen. So, das war's auch schon. Schön. Juli! So, ja, jetzt sind wir ja Zwiespalten, ne? Wir brauchen Wasser. Ah, der passt alles nicht in meinen Plan. Oh, nehmen wir unseren Truck. Ich hab ja sogar Geld. Das stimmt ja. Oh, ich hab ja Geld. Ich hab ja Geld, hab ich.
Warnmanöver. Das hätte ich mir jetzt selber nicht zugetraut. Ja, los, komm schon. Immer her damit. Zeig mir deine Hupe. Ja, sonst hast du nichts drauf, ne? Hast du was drauf? Du hast nichts drauf. Oh ja, kriegen alle noch ein bisschen Wasser? So, perfekt. Können wir noch anfangen, unsere Saat auszusehen, aber ganz schaffen werde ich das heute nicht mehr. Hä? Ach, das ist der Erntezeitraum. Oh. So, dann können wir uns nochmal die Hühner angucken. Schön. Wie sie schlafen. Seelenruhig. Na gut, trotz alledem haben wir einiges geschafft. Und wir werden nächstes Mal da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Also nicht mit dem Warten, das wir sehen können, sondern wir werden weiter investieren, ausbauen, arbeiten. Wir wollen reich werden, groß werden, mächtig werden. So, und damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.